mich doch nicht davon abhalten, für das zu kämpfen, was hier die Basis des ganzen Staates ist, nämlich dass wir eine Demokratie haben, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass wir eine Gesellschaft haben, die nicht zusammenbricht, weil sie sich um Lebensmittel streitet. Und da werde ich mich doch jetzt nicht 3 Jahre von abhalten lassen, weil ein Gericht es sagt, sondern da werde ich die nächsten 3 Jahre nutzen, das Zeitfenster, was wir noch haben, zu nutzen, um Katastrophe abzuwenden. Das Urteil bedeutet, dass ich für eine Sitzblockade, wo ich mich auf die Straße gesetzt habe, 2 Monate ins Gefängnis gehen soll. Das tut halt einfach weh in dem Moment. Ja, das hat sich angefühlt wie so ein Aufprall auf eine Art. So ein wirklich richtig doll gegen eine Wand gerannt. Ich habe es mir so sehr gewünscht, dass dieses Rechtssystem in der Lage dazu ist, das zu verurteilen, was uns gerade zerstört, dass ja die Gerichte dafür eigentlich zuständig sind, das auch zu korrigieren, was die Regierung tut. Und dann frage ich mich, wann stehen die denn mal vor Gericht? Also wann treffe ich denn mal in einem solchen Gerichtsgebäude die gerade unsere Lebensgrundlagen zerstören, die eine Katastrophe befeuern und das ganz aktiv. Und das sagen ja nicht wir, sondern das sagen uns WissenschaftlerInnen, dass das, was die Regierung gerade macht, einfach eine vorsätzliche Befeuerung einer Katastrophe ist. Wann stehen die vor Gericht?